Ja, sehr schönen guten Tag, liebe Seherinnen und Hörerinnen des YouTube-Kanals der Zeitschrift International. Hier spricht Fritz Edlinger. Es ist mir heute eine ganz besondere Freude in Deutschland. Sorry, wenn ich das so sage, aber in unserem Alter kann man da schon einen wirklich ganz alten, guten Freund, Professor Udo Steinbach, zu begrüßen. Sehr geehrter Herr Professor, schönen guten Tag. Schönen guten Tag, lieber Edlinger. Wir versuchen heute etwas, was wahrscheinlich nur teilweise gelingen wird, nämlich ein, ja, man kann wirklich sagen, ein Opus Magnus, ein 600-seitiges Buch von Professor Steinbach, das soeben herausgekommen ist bei Kohlhammer Verlag mit dem Titel Tradition und Erneuerung im Ringen um die Zukunft, der Nahe Osten seit 1906 zu präsentieren. Wir werden scheitern, aber es ist zu hoffen, dass wir zumindest dann manchen Interessenten und Interessentinnen mehr Appetit machen, sich das Buch dann genauer anzusehen. Man könnte es über die Feiertage gerade schaffen. Ja, für die, die jüngeren Datum sind und vielleicht Professor Steinbach nicht so gut kennen wie jene, die schon seit Jahrzehnten mit Nahost zu tun haben, eine ganz kurze Vorstellung. Professor Steinbach war von 1976 bis 2007 Direktor des Deutschen Orientinstituts in Hamburg. Das ist quasi über Jahrzehnte hindurch das wissenschaftliche Forschungsinstitut, das sich sehr umfangreich mit dem Nahen Osten befasst. Obwohl ursprünglich sind Sie ja Turkologe, ne? Ihre ursprüngliche, wenn ich das in Erinnerung habe, Ihre ursprüngliche Ausbildung war, hat sich also mit der Türkei befasst, aber inzwischen gibt es kaum ein nahostpolitisches Thema, wo Sie nicht auch geforscht und publiziert haben. Wenn ich Sie da unterbrechen darf, ich bin Orientalist vom Studium her. Im Rigorosum war Arabisch das Hauptfach, und zwar klassisches Arabisch. Erstes Nebenfach war Persisch, klassisches Persisch und Osmanisch, also nicht Türkisch. Und zweites Nebenfach war Altgriechisch. So bin ich auf die Menschheit losgelassen worden. Also bitte, jetzt beeindrucken Sie natürlich alle, die das noch nicht so richtig gewusst haben. Aber wir kennen uns ja schon aus verschiedensten Gelegenheiten lange Zeit. Ich möchte aber trotzdem von einer ganz anderen Seite her das Gespräch einleiten. Und zwar, heute ist der 17. Dezember. Der 17. Dezember, für jene, die ein kurzes Gedächtnis haben, war jener Tag, an dem ein junger tunesischer Gemüsehändler, Obsthändler, Mohammed Bouazizi in Sidi Bouzid in Tunesien, in der tunesischen Provinz, sich angezündet hat, weil er in Wirklichkeit dort einen Konflikt mit einer lokalen Polizistin gehabt habe. Aber im Wesentlichen war das ein verzweifelter Protest gegen die Lebenssituation, die er konkret, aber sicher abertausende junge Araber, nicht nur Tunesier, erdulden müssen. Er hat im Wesentlichen den arabischen, wir sagen das mit Anführungszeichen, weil allein schon über diesen Ausdruck gäbe es so genügend Möglichkeit zu diskutieren. Er hat im Wesentlichen damit den arabischen Frühling ausgelöst. Herr Professor Steinbach, beginnen wir von dieser Seite her. Wie ist aus heutiger Sicht der arabische Frühling, wiederum unter Anführungszeichen, zu bewerten? Ich würde dann später eben versuchen, dann auch in der Geschichte zurückzugehen, weil sich ja gewisse historische, klare historische Bezüge auch in diesem Protest manifestiert haben. Also wie heute, Jahr 2020,
21, bald 22, wie sieht man den arabischen Frühling und diese verzweifelte Tat von Mohamed Bouazizi? Wenn Sie nach meiner persönlichen Einschätzung fragen, dann muss ich erst einmal sagen, es war wirklich kein Frühling. Das stelle ich schon mal an den Anfang. Was da geschah, war im Grunde eine Revolution, der Versuch einer Revolution, die ausgehend von einem ganz unbedeutenden Platz in Tunesien, mitten im Herz von Tunesien, da ging es los. Ausgehend davon hat dieser Akt die gesamte arabische Welt erschüttert. In ganz unterschiedlicher Weise. Manche Regime sind gefallen. In anderen Gegenden, etwa in Saudi-Arabien, am Golf, hat es nur Druck gegeben. Die Konterrevolution hat hier und da stattgefunden. Denken wir an Ägypten oder an Jemen. Kurzum, dies ist mehr als ein Frühling gewesen, zumal man ja eben tatsächlich, und das suggerieren Sie ein bisschen, ja, nach dem Frühling kommt der Sommer und wenn der Sommer nicht kommt, kommt der Herbst und der Winter und dann ist es das gewesen. Das wird es nicht so sein. Und deswegen habe ich immer dieses Geschehen in Tunesien, in Ägypten und im Jemen dann sozusagen in den Kontext der arabischen Geschichte des ganzen Jahrhunderts gestellt. Dies ist ein weiterer Versuch gewesen, eine weitere Bemühung gewesen, den arabischen Raum, einen Platz für den arabischen Raum oder sagen wir besser, einen Platz für den modernen arabischen Menschen zu finden. Das begann mit dem Ende des Ersten Weltkrieges 1919. Damals standen die Menschen auf gegen den Kolonialismus, den Imperialismus Großbritanniens, Frankreichs, das wurde niedergeschlagen. Es setzte sich fort nach dem Zweiten Weltkrieg mit den Revolutionen im arabischen Raum, beginnend mit Nasser 1952 und endend mit Gaddafi 1969. Und wie gesagt, das ist jetzt der dritte Anlauf gewesen. Dazwischen liegt dann noch ein Zwischenspiel, allerdings von der allergrößten Bedeutung, nämlich die persische Revolution, die am Ende tatsächlich eine gelungene Revolution war. Und jetzt sind wir eben 10 Jahre nach dem, was in Tunesien geschehen ist. Und ich muss sagen, ich habe, wenn wir über das Buch sprechen, dieses Buch ist nicht zuletzt geschrieben worden, tatsächlich unter dem Eindruck, hier ist etwas geschehen, was über die Zeitgeschichte hinausweist, was bereits in die Zukunft weist. Und so sage ich jetzt schon, dies ist nicht das Ende der Fahnenstange. Es wird weitere Bemühungen geben. Die arabische Welt wird weiter aufstehen. Und die ungeheure Dynamik, die wir 2011 erkannt haben, in Tunesien, in Ägypten, im Jemen, die Rolle der Frauen auf der Straße, alles das ist möglicherweise niedergeschlagen worden, aber es ist nicht das Ende der Fahnenstange. Es wird sich in Zukunft weiter artikulieren. Und das letzte Kapitel meines Buches handelt ja davon, was wird geschehen. Und ich vermittle bei allen Schwierigkeiten, bei aller Nachdenklichkeit, wie das Buch erzeugen soll, ich vermittle am Ende einen optimistischen Eindruck, was die Zukunft der arabischen Welt betrifft, die keiner genau kennt. Aber dass hier ein arabischer Winter eingetreten sei, der ein Winter bleiben wird, das ist wirklich nicht zutreffend. Ja, ich möchte auf jeden Fall dann auch zum Ende unseres Gesprächs genau auf dorthin kommen, was Sie jetzt erwähnt haben. Für manche eilige Leser mag dann der Optimismus, den Sie am Ende Ihres Buches im letzten Kapitel zum Ausdruck bringen, etwas überraschend sein, aber darauf möchte ich später noch zu sprechen kommen. Gehen wir also jetzt ein bisschen, versuchen wir halt anhand einiger Eckdaten und einiger wesentlicher Ereignisse diese Geschichte dieses Jahrhunderts, das ist im Wesentlichen ein Jahrhundert, etwas aufzurollen. Manche Beobachter, manche Kommentatoren haben ja diesen eben arabischen Frühling auch in Bezug genommen auf, Sie haben das jetzt schon indirekt ja erwähnt, auch auf die gravierenden Ereignisse
des Anfang des 20. Jahrhunderts. Also Sie beginnen zwar Ihr Buch, Sie schreiben Naher Osten seit 1906, das ist der Bezug auf einen revolutionären Versuch im Iran, hier schon einfach moderne politische Grundsätze durchzusetzen. Aber ich möchte ein paar Jahre später einsteigen, weil ja manche auch den arabischen Frühling ganz salopp eigentlich als Protest gegen Sykes-Picot erwähnt haben. Sykes-Picot war im Wesentlichen dieser noch gegen Ende des Ersten Weltkriegs dieser geheime Vertrag zwischen den Franzosen und den Briten, mehr oder minder sich halt den Orient aufzuteilen. Und was natürlich brutal über die Interessen der Araber, aber nicht nur der Araber, auch anderer orientalischer Völker brutal hinweggegangen ist und die völlig ignoriert hat und im Wesentlichen ja eine Reihe von zusätzlichen neuen Problemen geschaffen hat. Gehen wir also zurück. Hinkt dieser Vergleich zu sehr oder kann man schon sagen, dass quasi die jungen revolutionäre Aufrührer im Wesentlichen eigentlich protestiert haben dagegen, dass sie das Gefühl haben, dass sie über ein Jahrhundert hinweg fremdbestimmt gewesen sind? Das ist durchaus zutreffend. Gleichwohl möchte ich doch zurückgehen auf 1906. Ich beginne ganz bewusst 1906 und natürlich ein weiteres wichtiges Datum ist dann 1919, als die gesamte arabische Welt von den europäischen Imperialisten aufgeteilt wird. 1906 geschah etwas Historisches für das ganze Jahrhundert, nämlich eine wirkliche Revolution, die erste Revolution im Nahen Osten überhaupt. Es wird eine Verfassung eingeführt, der Schah muss sich dieser Verfassung beugen, aber und auch das sehen wir gleich mit Blick auf das gesamte Jahrhundert. Großbritannien und Russland schlagen diese Revolution nieder und bringen später einen Diktator an die Macht, nämlich Reza Shah Pahlavi. Und an diesem Punkt kommt in der Tat das herein, was Sie sagen. Jetzt geht sozusagen die Bewegung in den arabischen Raum über. Der arabische Raum 1918-19 erhält die Möglichkeit, sich selbstständig, unabhängig zu gestalten. Die arabischen Nationalisten haben bestimmte Vorstellungen, zum Beispiel von einem großen Syrien, von einem arabischen Staat, der Syrien, den Irak, Jordanien, Libanon und Palästina umfassen würde. Und an dieser Stelle intervenieren die europäischen Mächte, schlagen diese Aufstände nieder, die ich vorhin schon erwähnt habe, die erste arabische Revolte, und verteilen sozusagen das Fell des Bären in Form von Mandaten. Und in der Tat, dieses Ereignis, diese Entscheidung damals steht an der Wiege vieler Konflikte, die wir später sehen, nicht zuletzt natürlich auch an der Wiege des arabisch-israelischen Konflikts, der ja auch später das Geschick der gesamten Region bestimmt hat. Dieser arabisch-israelische Konflikt, der ja ein Vorspiel hat, nämlich den Zionismus, die zionistische Bewegung. Und im Mandat für Großbritannien über Palästina ist die Balfour Declaration, die die zionistische Bewegung unterstützt, ja durchaus Teil dieses Mandats. Also was 1919-20 in Paris geschah, die Aufteilung des arabischen Raumes, führt auch zur Entstehung des Staates Israel, führt damit auch zu Problemen, die damit verbunden sind. Und in der Tat, dann nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges 1952, ich habe das vorhin schon angedeutet, da ist es die nasseristische Revolution in Ägypten, befolgt von anderen Revolutionen in den nächsten zwei Jahrzehnten, die den Versuch macht, sozusagen die arabische Welt selbstbestimmt zu machen, neue Generationen an die Macht zu bringen und ein neues Verständnis nicht nur des arabischen Nationalismus, sondern eben auch der sozialen Verhältnisse zu finden. So, insofern hängt in der Tat das, was Sie gerade erwähnt haben, Herr Edlinger, nämlich Sykes-Picot, hängt zusammen mit den Entwicklungen nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges. Allerdings nicht nur ausschließlich, denn das würde ja bedeuten, dass wir das Geschick der gesamten Region lediglich in die Hände von auswärtigen Mächten setzen. Also Großbritanniens und Frankreichs und nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs in die Hände von Amerika. Nein, das ist zwar teilweise richtig, aber natürlich haben die Eliten, die
1952 im arabischen Raum mit Nasser, mit den Gabbasisten und so weiter an die Macht gekommen sind, haben einen Gutteil Mitschuld daran, dass sie sozusagen die Chancen, die damals bestanden haben, Anfang der 50er Jahre, dass sie diese Chancen verspielt haben. Und indem sie diese Chancen zunehmend verspielt haben, haben sie sozusagen die Grundsätze ihrer eigenen Revolution verraten. Und das, was 2011 geschah in Tunesien folgende, ist im Grunde der Versuch, sozusagen diese revolutionäre Bewegung auf eine neue Schiene zu setzen. Noch einmal muss ich allerdings erwähnen, dass zwischendurch eine wirkliche Revolution stattgefunden hat, nämlich in Iran, die ja auch sozusagen eine zwei Stoßrichtungen hatte. Einmal den Schah wegzukriegen, verfassungsmäßige Zustände einzuführen und eine starke antiimperialistische Dimension hatte. Das war sowohl der Fall 1906, das war der Fall in Iran 1977, 78, 79. Also wir sehen hier einen roten Faden durch das Jahrhundert sich ziehen, ein Jahrhundert der Revolutionen, ein Jahrhundert Selbstbestimmung zu erreichen, ein Jahrhundert eine Identität zu finden, die gesamte Region umfasst, den arabischen Raum und Iran, das ist ja alles Gegenstand des Buches, und in gewisser Weise, wenn auch unter anderen Rahmenbedingungen der Türkei, die wir hier nicht ausblenden können, die natürlich auch prominent Teil meines Buches ist. Mhm. Naja, dann haben Sie das jetzt selbst erwähnt, dann versuchen wir doch in der vorgegebenen relativ kurzen Zeit jetzt anhand vielleicht von dem einen oder anderen Beispiel eben die Mitschuld, sagen wir das sehr plakativ, der Orientalen an ihrer aus der heutigen Perspektive nicht gerade sehr erfreulichen Situation auf den Punkt zu bringen. Ein Schlagwort möchte ich da gleich einbringen, weil das ist auch etwas, was in der heutigen aktuellen Diskussion nach wie vor eine Rolle spielt, ist zum Beispiel, und das betrifft nicht nur die Araber, das betrifft die Iraner und die Türken genauso, einfach dieses Spannungsverhältnis zwischen Säkularisten und religiös, sagen wir plakativ, Islamisten. Also es gibt ja, wenn wir bei der arabischen Geschichte bleiben, aber bei der iranischen ist es genauso, gab es ja immer wiederum Perioden, wo in Wirklichkeit von der heute so wichtigen islamischen Identität wenig die Rolle war, sondern es war, wenn ich erinnere, an die Baas-Partei, aber auch an die relativ starke Einfluss zum Beispiel der Kommunisten im Iran, gab es ja eigentlich sehr starke säkulare, westlich-nationalistische Tendenzen, von denen heute kaum mehr die Rede ist. Ist das eines der Probleme, wo man sagt, da haben die Orientalen sich selbst ein bisschen mit das Grab geschaufelt? Ja, ich bin sehr dankbar, dass Sie an etwas erinnern, was wir vergessen haben in der Wahrnehmung der islamischen Welt. Das ist die Tatsache, dass dieser Raum ja über viele Jahrzehnte säkular gegangen ist. Wir stehen schockiert in einer Situation, in der der Islam sie oder Teile des Islams, Teile der Muslime sich gewalttätig artikulieren, zum Terrorismus greifen und glauben, das sei sozusagen die ganze Geschichte. Und darauf bauen viele, ja auch viele Journalisten, ihr Islambild auf. Das ist aber natürlich geradezu grotesk und absolut falsch vor dem Hintergrund einer Geschichte, einer vielfältigen intellektuellen, kulturellen, künstlerischen Auseinandersetzung zwischen den Eliten in der islamischen Welt und Europa seit dem 19. Jahrhundert, insbesondere aber nach dem Ende des Ersten Weltkrieges. Und einen Teil meines Buches widme ich eben dieser Interaktion. Ich zeige, in wie vielfältiger Weise hier westliche, europäische Konzepte aufgegriffen worden sind. Man muss ja nicht so radikal sein wie die Türken, wie Atatürk. Über sein Mausoleum, dem Anıtkabir, steht ja der Spruch Hakimiyet şartsız ve kayıtsız militindir. Die Souveränität ist bedingungslos und vorbehaltlos beim Volk. Das ist radikal natürlich. Weite Teile aber
der islamischen Intellektuellen im arabischen Raum, im Iran, aber auch in der Türkei, haben versucht, eine Synthese zu stiften, eine Synthese zwischen den Elementen europäischer Kultur, europäischer Tradition und islamisch-nahöstlicher Kultur und Tradition. Und jetzt ist, das ist natürlich die Frage, wie es kommt, dass ausgehend von einem bestimmten Punkt wir Gruppierungen sehen, die das ganze Konzept der Verfassung, der Souveränität des Volkes zurückweisen, die ein eigenes Konzept islamischer Souveränität suchen und die halt kämpfen am Ende dafür. Sie werden zu Terroristen sogar. Sie kämpfen für die Hakimiyat Allah. Sie weisen im Grunde das ganze Konzept der Souveränität des Volkes zurück. Damit weisen sie zurück auch die gesamte Tradition der Interaktion, der Synthese zwischen islamischem und westlichen und fordern eine radikale islamische Lösung. Und das aber, ich sage es doch einmal, das wird natürlich von mir auch beschrieben und es wird auch am Ende natürlich zugespitzt auf den sogenannten islamischen Staat. Das ist sozusagen ein zentraler Punkt. Aber die Wirklichkeit sieht ganz anders aus. Die Wirklichkeit ist die Wirklichkeit einer Interaktion, einer gegenseitigen Befruchtung von westlichem und nahöstlichem. Mhm. Naja, gehen wir da diese Diskussion um die Rolle des Islam vielleicht weiter. Ich habe das Beispiel der ägyptischen, letztlich die Moslembrüder sind eine ägyptische Entwicklung, Erfindung, also die ersten Moslembrüder sind also während des britischen Kolonialismus in Ägypten entstanden und das war ja auch nicht primär oder allein eine religiöse Bewegung, sondern so wie ich eben die Roots der ägyptischen Muslimbrüder auch analysiert habe, ist, das war auch ein antikolonialer Protest. Letztlich war der Islam dann für manche Ägypter und dann manche Araber und manche Orientalen einfach halt das Gegenkonzept, die Möglichkeit, eine eigene orientalische Identität der dominanten westlichen kolonialistischen Geschichte entgegenzusetzen. Haben eigentlich nicht die Kolonialisten, ob sie es bewusst oder unbewusst wollten, eigentlich dazu beigetragen, dass der Islam in jene Rolle gekommen ist, wo er auch dann letztlich auch heute ist, bis hin zum islamischen Staat und als terroristische Bewegung? Ja, ganz gewiss. Am bizarrsten in dieser Weise natürlich im Kontext mit Afghanistan, im Kontext des War on Terrorism, der Bekämpfung des Terrorismus nach 2001, wo der Westen und eigentlich vorher schon mit im Zuge der sowjetischen Invasion in Afghanistan ab 1980, wo der Westen systematisch eben genau die Kräfte unterstützt hat, von denen sie gerade gesprochen hat, sozusagen in der Erwartung, dass diese Kräfte auftreten gegen den Erzfeind des Westens, gegen die Sowjetunion. Mhm. Und damit haben sie natürlich Schützenhilfe geleistet, denen, die eine Zukunft des Nahen Ostens im Namen einer islamistischen Radikalität suchen, bis hin zu der Tatsache, dass man Pakistans Islamisierung unter Zia-ul-Haq, dem General, unterstützt hat, um eben Pakistan sozusagen immun zu machen gegen linke Strömungen, gegen marxistische und so weiter. Aber dies ist eigentlich erst das Ende. Ihre Frage reicht tiefer, reicht weiter zurück und muss in der Tat so beantwortet werden. Ja, in den Protesten gegen die Herrschenden in den Revolutionen hat die antiimperialistische Dimension, hat der Faktor Antiimperialismus immer eine große Rolle gespielt. Im Falle von Persien habe ich das schon angedeutet. Und nur die Frage ist, an welchem Punkt ist diese antiimperialistische Dimension, die sich zunächst säkular artikuliert hat, sozusagen in die Hände des islamischen Extremisten geraten? Und da nenne ich das Datum 1967, der Sechstagekrieg zwischen Ägypten und Israel und Syrien hat natürlich eine große Rolle gespielt. Die Niederlage, dass arabische Armeen
von Regimen, die sich im säkularen Sinne als modern bezeichnet, innerhalb von 48 Stunden besiedelt war, wegen einer Armee, die wirklich westlich ausgerüstet war, von westlicher Militärtechnologie gekennzeichnet war, das hat natürlich einen tiefen Eindruck gemacht. Und damit waren die Kräfte, die sich anti-imperialistisch artikuliert haben, im säkularen Sinne in gewisser Weise unglaubwürdig geworden. Und eine neue Form von Anti-Imperialismus bildete sich, nämlich diejenigen, die gesagt haben, das ist ja alles Unglaube, wir müssen zurück in eine Gesellschaft, die vollständig vom islamischen Gesetz beherrscht wird, die vollständig beherrscht wird von der Souveränität Gottes. Und von diesem Punkt an sehen wir in weiten Teilen der islamischen Welt tatsächlich den Übergang von dem säkularen Protest, von der Versuch, dem Versuch einer säkularen Ordnung in die Hände derer, die eine islamistische Ordnung suchen. Und da, wo es wirklich gelungen ist, das zu tun, allerdings gegen das Volk selbst, ist Iran. Insofern ist Iran ein, im Sinne Ihrer Frage ein großes Beispiel. Ich war, dass mit einem Mal die Revolution 1977, 78, 79 in die Hände eines Mullah geraten ist. Das war nicht im Sinne der Erfinder, sondern im Sinne der Erfinder war zunächst einmal 1977, die iranische Revolution begann sozusagen als eine säkulare Revolution. 1978 dann, im folgenden Jahr, dann weitete sie sich aus und alle Kräfte, die gegen den Schah waren, die etwas mit ihm abzeichnet hatten und natürlich nicht nur gegen den Schah waren, sondern auch gegen die Amerikaner waren, die dann sozusagen der große Buhmann der Massen wurden, die haben sich zusammengetan und haben eine Revolution gemacht, die 1979 im Januar dazu führte, dass der Schah, ein Lakai Amerikas, weggefegt wurde. Und an dieser Stelle geschieht das Signifikante. Keiner hatte sich Gedanken darüber gemacht, was es eigentlich bedeutet, als Ayatollah Khomeini an einem bestimmten Punkt zu einer islamischen Republik aufrief. Das war ja sein Stichwort, ist bis heute sein Stichwort. Und die meisten haben geglaubt, meisten Iraner, Säkularisten, Kommunisten, Linke und so weiter, sie hatten Nationalisten, sie haben geglaubt, damit wird man schon fertig werden. Und damit ist man eben nicht fertig geworden, weil das Charisma dieses Geistlichen so gewirkt hat, dass er in einer relativ kurzen Zeit aus einer säkularen Bewegung, einer säkular-iranisch-nationalistischen Revolution eine islamische Republik machen konnte. Also dieser Faktor, diese Entwicklung von der Säkularität in die Islamität ist eine Entwicklung, die sehr viel zu tun hat mit den Rahmenbedingungen, unter denen die islamische Welt gelebt hat, die Rahmenbedingungen, die etwa durch den Imperialismus gekennzeichnet waren, durch den Ost-West-Konflikt gekennzeichnet waren. Die Amerikaner haben ihre Verbündeten gesucht und gekennzeichnet waren durch das Scheitern, das politische, aber auch ökonomische Scheitern der Eliten, die angetreten waren, säkulare Ordnungen zu errichten. Ja, da gäbe es natürlich jetzt viele Anschlussfragen in der iranischen Geschichte könnte man als eines der Beispiele anführen das Jahr 1953, eben wo im Wesentlichen eine sehr vielversprechende säkulare Politik des Iran durch einen gemeinsamen britischen und US-amerikanischen Putsch gegen den damaligen Ministerpräsidenten Mossadegh inszeniert wurde und in Wirklichkeit damit genau mit Iran zum Beispiel eine weitere säkulare Politik unmöglich gemacht hat. Aber Sie haben das gesagt, man kann über den Nahen Osten zweifellos nicht diskutieren. Sie haben das selbst schon gesagt, ohne natürlich Israel genauer auch in Wirklichkeit zu behandeln und auch die Funktion, die Israel hatte. Sehr zum Ärger mancher Zionisten und amerikanischer Politiker wird ja und wurde ja in Wirklichkeit
immer wiederum auch in der Literatur Israel auch als koloniales Projekt dargestellt, als kolonialistisches Projekt. Wenn man jetzt einmal die ganze Vorgeschichte mit Holocaust und so weiter einmal beiseite setzt. Jetzt, wie sehen Sie die Rolle? Sie haben schon gesagt, dass die katastrophale Niederlage 1967 zweifellos, also für die Araber, eine wesentliche Zäsur war. Aber die Politik Israels spielt ja weiterhin eine Rolle bis heute und ist im Wesentlichen halt ein permanenter Hebel, wo man auch, wenn man sich die Politik Israels gegenüber seinen arabischen Nachbarstaaten, vor allem Syrien und Libanon, ansieht, ist das ja eigentlich ein institutionalisierter Störfaktor auch. Ja, das ist mehr als ein Störfaktor. Das ist natürlich für die Araber das, so wie Sie es auch genannt haben, insbesondere die Palästinenser, es ist die Nakba. Es ist eine Katastrophe gewesen, das Jahr 1948. Und seither ist die Frage, wie kann man aus dieser Katastrophe sozusagen doch noch ein Zusammenleben stiften? Ein Zusammenleben von Israel auf der einen Seite, den Palästinensern, Arabern auf der anderen Seite. Und diese Frage in ganz unterschiedlichen Kontexten steht natürlich, fast möchte man sagen, im Mittelpunkt der Nahostpolitik seit 1948. Das hat eine regionale Dimension. Die Araber untereinander haben sozusagen wetteifert darüber, diejenigen zu sein, die am meisten tun für die palästinensische Sache. Und das war dann durchaus auch ein Stein des Anstoßes immer wieder zwischen den arabischen Regimen, zwischen den Baathisten, den Nasseristen, Gaddafi und all den Modernisten, die sich immer wieder sozusagen an die Spitze gestellt haben des Kampfes für die Palästinenser. Meistens haben sie es nicht ernst gemeint. Es war ein Kampf für sich selber. Aber so haben sie es jedenfalls verkauft. Und dann kam eben der große, wie soll man sagen, das große Nachdenken. Und das geschah in Ägypten. Ägypten-Präsident Sadat, der nach dem Krieg von 1973, ich erinnere daran, 67, die große Katastrophe, der Krieg von 73 gab einen Hoffnungsschimmer. Irgendwo hatten die Ägypter sozusagen jetzt auf gleicher Augenhöhe gekämpft. Und ausgehend davon ist eben Sadat dann im Herbst 1977 nach Israel gereist und von da an beginnt ein ägyptisch-israelischer Friedensprozess. Damit waren die Weichen sozusagen in eine neue Richtung gestellt, in Richtung auf einen Kompromiss zwischen arabischen Staaten auf der einen Seite und Israel auf der anderen Seite. Aber hier muss man sagen, hier ist die israelische Politik nicht bereit gewesen, diesen Kompromiss nun wirklich auszuloten und auszuschreiten. Die Israelis haben nie einen Friedensvertrag mit einem arabischen Staat gemacht und gleichzeitig die palästinensische Frage gelöst. Stattdessen haben sie mit einigen Staaten den Frieden gesucht und Palästina weiterhin besiedelt, bis zu dem Punkt, da eine Zwei-Staaten-Lösung kaum noch möglich ist. Und jetzt stehen wir wieder vor einer anderen Situation, in dem nun eine Reihe von arabischen Staaten ihren Frieden mit Israel machen, gegen die Abmachungen, die man von arabischer Seite über Jahrzehnte getroffen hat. Man hat gesagt, wir machen einen Frieden mit Israel, wenn Israel bereit ist, mit den Palästinensern Frieden zu machen. Und jetzt sehen wir arabische Staaten, die Frieden machen mit Israel, ohne sich mehr um die palästinensische Sache zu kümmern. Also hier noch einmal, wir können das nicht ausloten, da haben Sie recht, aber die Israel-Frage ist in vielfältiger Weise eine Art Prüfstein gewesen arabischer Solidarität, arabischer Identität und so weiter. Und wir werden mit größter Aufmerksamkeit natürlich schauen, wie geht es jetzt weiter, nachdem einige arabische Staaten, vier arabische Staaten, diplomatische Beziehungen mit Israel aufgenommen haben. Unter amerikanischer Deckung, muss man sagen. Herr Trump hat sich dafür sozusagen stark gemacht mit einem Deal. Wir werden sehen, wie geht es weiter, wie wird sich die amerikanische Position einrichten. Vor allen Dingen auch, wie wird sich die europäische Position einrichten. Wird sie weiterhin sozusagen auf der Seitenlinie stehen oder wird sie nun doch noch den Versuch machen, zu einer gerechten Lösung zwischen Palästina und Israel beizutragen. Ist also eine, in gewisser Weise eine offene Zukunft, die aber auch reicht,
in das, was ich nenne, auch am Ende meines Buches nenne, den neuen Nahen Osten. Sie haben völlig recht, Herr Ettinger, wenn Sie sagen, Israel ist ein Produkt einer alten Zeit, ist ein Produkt im Grunde eines imperialistischen Zeitalters. Unter imperialistischen Schirmen ist die zionistische Bewegung groß geworden. Wenn wir wirklich nach vorne schauen wollen, dann ist diese Zeit vorbei und wir suchen neue Formen der Interaktion, neue Formen der Begegnung zwischen dem Nahen Osten und hoffentlich Europa. Und da wird auch der Stellenwert Israels sozusagen ein anderer werden, hoffentlich. Dann wird Europa hoffentlich bereit sein, Menschenrechtsverletzungen wirklich als Menschenrechtsverletzungen zu benennen und Landnahme, Siedlungen und so weiter ernsthaft sich entgegenzustellen. Das ist jetzt dann die übernächste Frage, die abschließende Frage. Ich habe das ja schon vorher gesagt, aber jetzt als alter, unter Anführungszeichen, natürlich Palästina-Kämpfer und Spezialist, kann ich mir diese Nachfrage jetzt natürlich nicht ersparen. Wir haben also jetzt den Abraham's Accord und wir haben in Wirklichkeit eigentlich erst letzte Woche sind wir Zeuge gewesen des ersten Staatsbesuches eines israelischen Premierministers, der in Wirklichkeit ein ganz rechtsradikaler Siedler ist, um das also sehr banal zu sagen, in der Hauptstadt der Vereinigten Arabischen Emirate. Und man hat das Gefühl gehabt, da haben sich zwei Freunde getroffen. Also das kann ja eigentlich, wenn man jetzt die Geschichte des Jahrhunderts, des vorigen Jahrhunderts, auch die innerarabischen Entwicklungen, innerorientalischen Entwicklungen ansehen, das kann es ja wohl nicht sein. Das kann ja nicht der Kompromiss sein oder die Lösung sein, sondern das ist im Wesentlichen ein arabischer Kniefall. Oder sehe ich das falsch? Ja, so sehe ich das auch. Es ist eine Art Kniefall, aber dieser Kniefall ist natürlich, hat verschiedene Facetten. Zum einen die Facette, dass die Arabischen Emirate, auch andere arabische Staaten, sozusagen mittlerweile ganz andere Schwerpunkte haben der Entwicklung. Sie stehen nicht mehr im anti-amerikanischen oder anti-imperialistischen Kampf, sondern sie stehen im Kontext der Globalisierung, das heißt wirtschaftliche Entwicklung, technologische Entwicklung. Und da hat natürlich Israel ungeheuer viel zu bieten, gerade für die Emirate, denken Sie an die ganze Wasserproblematik und so weiter, möglicherweise auch für Saudi-Arabien. Also ich denke, das ist das eine. Das andere ist natürlich, dass die Amerikaner noch immer eine starke Rolle spielen und diese Entwicklung sozusagen dieser Entwicklung positiv gegenüberstehen, sie sogar eingestiehlt haben. Aber dem steht schon gegenüber das, was Sie andeuten, Herr Ettinger. Die Frage ist, was geschieht mit Palästina? Diese Frage wird man nicht einfach ausblenden, wenn im Augenblick blendet man sie aus. Dann wird eben Palästina das wieder, was es auch einmal war, nämlich eine Frage, an der sich sozusagen radikale Lösungen und radikale Kräfte inspirieren. Früher waren nationalistische Kräfte, ja, linke Kräfte, das war die PLO und andere Organisationen. Und in wachsendem Maße sind das eben auch wieder islamistische Kräfte geworden. Das heißt, zum Teil spielt diese Entwicklung, über die wir hier gerade reden, im arabisch-israelischen Verhältnis auch militanten Islamisten wieder in die Hände, die sagen, ihr habt im Namen von Interessen, politischen Interessen, wirtschaftlichen Interessen, die Interessen des Islams verraten. Und ich denke einmal, dass diese islamistischen Kräfte auch in Zukunft bleiben werden, dass sie relativ stark bleiben werden. Und um ihnen entgegenzuwirken, bedarf es wirklich der Glaubwürdigkeit auch des Westens, der Glaubwürdigkeit Europas. Mhm. Und da sind wir im Augenblick nicht glaubwürdig, weil wir uns eben nicht einsetzen für die Rechte der Palästinenser, nicht einsetzen für Menschenrechte, gegen Menschenrechtsverletzungen, so wie sie die israelische Besatzung tagtäglich produziert. Und dieses Glaubwürdigkeitsdefizit, das der Westen wieder hat, insbesondere eben auch Europa hat, das fällt uns auf die Füße. Und insofern kommen wir zu dem Ergebnis, dass mit den Entwicklungen im arabisch-israelischen Verhältnis, die Sie gerade skizziert haben, noch nicht sozusagen einen Schritt in Richtung auf eine dauerhafte Stabilisierung des Nahen Ostens getan ist und weitere Konflikte ins Haus stehen. Naja, dann bleiben wir
bei dem Thema, Sie haben das jetzt schon angeschnitten, also wir sind beide Europäer und Europa hat ja eine, erstens einmal auch allein schon aus der geografischen Nähe natürlich möglicherweise nicht nur eine andere Betroffenheit, sondern eine andere Sicht auf den Nahen Osten. Also was könnte jetzt als vorletzte Frage dieses Gespräches, was könnte jetzt Europa tun, um hier einfach eine akzeptable, für beide Seiten eine akzeptable politische Entwicklung einzuleiten? Im Moment ist Europa in Wirklichkeit ja hier eigentlich ziemlich schweigsam. Ja, das ist richtig. Das ist natürlich extrem bedauerlich, dass wenn wir über diesen neuen Nahen Osten sprechen, wir im Augenblick von einer doppelten Utopie sprechen. Einmal vom Nahen Osten selber als einem neuen Nahen Osten, davon scheinen wir weit entfernt zu sein. Und die andere Utopie ist ein handlungsfähiges Europa im Nahen Osten. Also wir sprechen von einer doppelten Utopie, aber trotzdem müssen wir davon sprechen, denn so wie die Dinge jetzt sind, so wie sie sich entwickelt haben in den letzten Jahren, das ist ja das Thema meines Buches, so können sie nicht bleiben, so werden sie nicht bleiben, es wird eine neuen Anlauf geben der Gestaltung des Nahen Ostens und Europa wird in der einen oder anderen Weise daran teilnehmen müssen, sonst marginalisiert sich Europa selber. Was die palästinensische Frage betrifft, die Sie noch einmal angesprochen haben, so wird sich die palästinensische Frage nicht lösen lassen, ohne dass tatsächlich ein neuer Naher Osten entsteht, so wie er vor 10 Jahren sich andeutete, dass Demokratien entstehen, dass Verfassungen formuliert werden, dass Pluralität herrscht und dass man zu Menschenrechten übergeht. Dies ist die Voraussetzung dafür, dass es auch im palästinensisch-israelischen Verhältnis zu einer Lösung kommt. Die nur noch auf Palästina zu schauen, bringt nichts. Das ist im Augenblick ein Blickwinkel, der unfruchtbar ist. Man muss auf die ganze Region schauen. Und da ist zu Recht Ihre Frage natürlich, was tun? Und da kommen wir dahin, dass wir sagen, Europa oder wer immer, aber insbesondere Europa, wir haben es mit der Zivilgesellschaft zu tun. Was wir vor 10 Jahren gesehen haben, waren Gesellschaften, die aufgestanden sind und die wieder unterdrückt worden sind in der einen oder anderen Weise. Aber die sind ja nicht tot. Also diese Zivilgesellschaft, die Gesellschaft und die zivilgesellschaftlichen Organisationen, das muss der Ansatzpunkt sein einer europäischen Politik, wenn es darum geht, den Nahen Osten grundlegend zu verändern, wenn es darum geht, im Rahmen dieser Veränderungen auch die palästinensische Frage zu lösen. Naja, das ist das jetzt die Abschlussfrage. Sie erwähnen ja auch in Ihrem positiven abschließenden Kapitel die Bedeutung der Zivilgesellschaft. Und damit möchte ich aber zum Ausgangspunkt auch des Gespräches zurückkommen, weil es ist vielleicht ein Zufall, vielleicht auch nicht, gerade jetzt auch wiederum Tunesien ein höchst interessantes Beispiel ist. Nämlich, wir wissen, es hat also quasi mehr oder minder einen Staatsstreich von oben gegeben in Tunesien, in dem der Präsident die Regierung und die Verfassung außer Kraft gesetzt hat, jetzt eine neue Verfassung angekündigt hat. Also wie kann jetzt eine, und zum Beispiel, das ist auch interessant, den Friedensnobelpreis für diese tunesische Beitrag an der am arabischen Frühling unter Anführungszeichen haben ja 3 Organisationen der Zivilgesellschaft bekommen. Die Ingenieursvereinigung, die Handelskammer, das ist genau eine Zivilgesellschaft. Also kann man wirklich davon ausgehen, sowohl auf der westlichen europäischen Seite als auch in den arabischen Ländern, Nahoststaaten, dass tatsächlich von der die Zivilgesellschaft ein wesentlicher Impuls für eine Erneuerung, die notwendig ist, ausgehen kann. Ja, das sage ich mit einem vorbehaltlosen Ja, Herr Edlinger. Mir sind natürlich die jüngsten Entwicklungen in Tunesien bekannt, aber sie werden natürlich, wie immer sie verlaufen werden, nicht zurückführen zum Status quo ante. Sie haben zu Recht darauf hingewiesen, und das hat uns ja alle sehr bewegt, wie die tunesische Zivilgesellschaft im Zuge eines Diskussionsprozesses, der 1 Jahr gedauert hat, eine neue säkulare Verfassung geschaffen hat. Und was jetzt in Tunesien geschah, hat ja in erster Linie 2
ganz konkrete Hintergründe. Einmal die ökonomische Situation, die miserabel ist, und zum anderen die Krise, die Pandemie, die natürlich noch dazu beigetragen hat, dass die Situation noch schlechter wurde, als sie war. Also, wenn wir nach Iran schauen, wenn wir in die Türkei schauen, wenn wir in den Irak schauen, wenn wir nach Algerien schauen, wir können schauen, wohin wir wollen, sehen wir, wie die Menschen aufstehen, wie sie sich artikulieren. Wir sehen auch die Kräfte, die sie niederschlagen. Aber ich denke einmal, sehe ich dann eben tatsächlich die Rolle Europas, über die wir vorhin andeutungsweise schon gesprochen haben. Dies sind die Kräfte, an denen sich Europa festmachen muss. Europa kann sich nicht mehr einlassen mit den Diktatoren, mit den Despoten, sonst verspielt es seine Glaubwürdigkeit. Mit den Despoten, da sind andere wirkungsvoller, andere Mächte in dieser Welt. Europa hat ein Prä, wenn ich so sagen darf, darin, dass es sich einsetzt für Demokratie, für Menschenrechte, für Pluralität. Wenn Europa das verspielt, verspielt Europa seine Rolle in der Welt. Und ich hoffe, dass das den Politikern klar wird und dass sie auch entsprechend handeln. Und sie handeln damit ja auch nicht realitätsfern, sondern die Zivilgesellschaft in den Ländern, die ich genannt habe, sind eine Realität. Diese Realität muss man erkennen und politisch unterstützen. Ja, ich glaube, das ist ein recht versöhnlicher und positiver Abschluss, Herr Professor Steinbach. Betrifft ja auch ein bisschen unsere Entwicklung selbst, weil ja auch in Europa ist ja nicht zuletzt auch wegen der Pandemie, aber nicht nur wegen der allein, ja vieles so, dass man nachdenken müsste, wie es in Zukunft besser geht. Vielleicht ist es tatsächlich ein Prinzip, dass man sagt, okay, versuchen wir verstärkt einfach die positiven Möglichkeiten, die einfach ein zivilgesellschaftliches Engagement hier und dort in sich birgt. In dem Sinn nochmal herzlichen Dank. Ich darf für jene, die das Buch noch nicht kennen, es kurz ins Bild geben. 600 Seiten bei Kohlhammer Verlag. Es ist eine Fundgrube. Man kann auch einzelne Kapitel herauslesen, weil der Herr Professor Steinbach behandelt auch sehr viele einzelne Perioden des vorigen Jahrhunderts sehr genau. Es ist wirklich eine Musslektüre für alle, die sich mit dem Nahen Osten genauer befassen wollen. In dem Sinn, Herr Professor, alles Gute. Wir werden weiterhin online bleiben. Wir werden weiterhin die Entwicklungen beobachten und vielleicht ergibt sich bei nächster Gelegenheit wieder einmal die Gelegenheit zu einem Gespräch. Herzlichen Dank und schöne Weihnachten und ein gutes neues Jahr. Ich bedanke mich bei Ihnen, lieber Ettinger. Das wünsche ich Ihnen auch. Alles Gute. Wiedersehen.